Man stelle sich vor, man ist alleine auf einer großen Raumstation und fliegt ohne erkennbares Ziel durch das Weltall. Dann hat man entweder einen verrückten Traum oder ist im neu erschienenen Observation gelandet. Das Adventure aus dem Hause Devolver Digital ist für PC und PS4 erhältlich und entführt euch auf die namensgebende Raumstation. Dort ist es unsere Aufgabe, die Astronautin Emma Fischer dabei zu unterstützen, herauszufinden, was dort passiert ist. The whole connection isn't secure, and most of our systems are underpowered. Looks like you're going on your first spacewalk, Sam. Emma ist alleine auf der Observation aufgewacht, ohne jede Spur ihrer Crewmitglieder. Nun gilt es also, Licht ins Dunkel zu bringen. Dabei steuert ihr allerdings keinen eigenen Astronauten. Vielmehr übernimmt ihr die Rolle der Bord-KI Sam und führt Emmas Anweisungen aus. I'm granting you EVA permission now. Ihr beobachtet das Geschehen aus Sicht der sehr trägen Bordkameras und eines kleinen Kamerawürfels, mit dem ihr durch die Raumstation schwebt. Im Laufe des Spiels müsst ihr immer wieder Rätsel lösen, um zum Beispiel Schleusen zwischen den verschiedenen Bereichen der Station zu öffnen. Great. Now turn around 180 degrees to face me and fly back. There should be a system links reset procedure document on the wall somewhere in there. Die Rätsel und Aufgaben finden dabei ein gutes Maß an Abwechslung. Mal müsst ihr die Ursache für einen Brand herausfinden, mal startet ihr einen Fusionsreaktor neu. Dabei ist es essentiell, möglichst viele Datenblätter und Laptops zu scannen. So kommt ihr an wichtige Hinweise für die Rätsel, aber auch an Hintergrundinformationen zur Mission der Observation. Und je mehr Hintergrundinformationen man gesammelt hat, desto spannender und packender wird die Atmosphäre des Spiels. Das ist eindeutig der große Pluspunkt des Abenteuers, aber bei weitem nicht der einzige. Grafik und Soundkulisse sind sehr gut gelungen. Vor allem der Detailgrad der Raumstation erinnert einen schon fast an Bilder aus der ISS. Da kann man auch mal über die ein oder andere verwaschene Textur hinwegsehen. Auch die Simulation der Schwerelosigkeit ist sehr gut gelungen. Objekte, die ihr anstößt, fliegen so lange in die entsprechende Richtung, bis sie gegen eine Wand prallen und wieder zurückschweben. Das macht die Umgebung glaubwürdig und realitätsnah. Spun off course. Damage doesn't look too severe. Just isolated sections. Besonders viel Spaß machen die Einsätze außerhalb der Station. Leider bekommt man aber viel zu selten die Möglichkeit, im All herumzuschweben und die Observation aus diesem besonderen Blickwinkel zu inspizieren. Des Weiteren macht einen die verwinkelte Raumstation oft orientierungslos. Vor allem, da man häufig aufgrund der Schwerelosigkeit nicht weiß, wo oben, unten, links und rechts sind. Zwar gibt euch das Spiel eine Navigationshilfe an die Hand, diese entpuppt sich jedoch als nahezu nutzlos. Die manuell setzbaren Orientierungspunkte gehen in Sams Bord-KI-Interface gnadenlos unter. Sam, it's still there. We can check it out. Auch die Tatsache, dass die Station an vielen Stellen zu dunkel ist, trägt nicht zur Orientierung bei. Aber der Dunkelheit lässt sich auch etwas Positives abgewinnen. Sie trägt im Einklang mit der tollen Soundkulisse ungemein zur extrem spannenden Atmosphäre bei und lässt euch komplett in das Weltraumabenteuer abtauchen. So bleibt ihr auch immer motiviert, Emma dabei zu helfen herauszufinden, welche geheimnisvolle Mission die Observation verfolgt. Dies macht das Spiel zu einem echten Geheimtipp für das nun traditionell anstehende Sommerloch. Wer hat Lust auf toll erzählte Spielekost? Stöbert doch mal in unserem großen Testarchiv auf pcgames.de. Und auch sonst findet ihr dort alles, was es aus der Welt der Videospiele zu wissen gibt.